Hallöchen meine Freunde, damit herzlich willkommen wieder zurück zum Eurotruck Simulator, zum Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südhermann, Version 10 mit den Ansgar zusammen. Hallo. Hallo. So, neu einstellen. So. Ja, genau. So kannst du es natürlich auch machen. Blödvieh. So, danke. Aber apropos Eurotruck Simulator. Ich habe mir deine Folge vom Eurotruck Simulator angeschaut. Ja. Ja. Ich weiß nicht so wirklich, was ich dazu sagen soll. Ich wollte erst Klick. Ich wollte eigentlich erst Klick zeigen, aber ich habe mir gedacht, unter der Woche belaste ich ihn damit mal nicht. Aber das ist schon. Ja, du kommst auf sehr interessante Ideen, sagen wir es mal so. Ja, nee. Ja, fand ich lustig, die Idee. Hm. Aber die Realismusfreunde mussten da einfach mal schlucken an der Stelle. Auch die Skillfreunde mussten schlucken. Ja gut, das müssen wir beim Eurotruck Simulator des Öfteren bei mir. Das gebe ich auch offen und ehrlich zu, aber es ist wie es ist, ne? Also bei dem Kreisverkehr habe ich mir dann gedacht, ja. Lief, ne? Es sind halt, deutsche Straßen sind halt nicht für aber es solche. Waren englische Straßen. Ja, ja, ja. Englische? Klar, das, ja. Aber ich ist dachte, egal. Ach so. Ja, es ist, ausgelegt. Ich wollte gerade sagen, sind null für solche Dinger, die eigentlich in Australien rumfahren, ausgelegt. Ja. Ich weiß, das war mir auch klar. Trotzdem wollte ich es mal machen. Ich fand's lustig. Also kannst du mit ETS im Multiplayer kannst du jetzt mit Mega-Linern fahren. Ja, das werde ich dann auch bald mal ausprobieren, das habe ich mitbekommen. Hm. Zwar nur in Skandinavien, aber Gigaliner heißen die, oder? Mega. Also es wird Doubles genannt. Ne, vom Spiel her aus, aber es sind halt keine Doubles, sind halt Mega-Liner. Okay. Wusste ich am Anfang auch nicht, hat aber Klick mir erklärt, wieso was einfach immer zu und es wird halt vom Spiel einfach falsch genannt. Okay. Interessant. Deswegen. Sonst sind die ja immer sehr korrekt, was das alles angeht. Hm. Im ATS gibt es ja dann noch die Triple-Liner im Endeffekt, also wo du dann drei hintereinander hast. Hm. Aber dafür bietet sich halt ATS halt auch an. Ja, aber die Mega-Liner jetzt halt bei ETS passt schon. Schade, dass es nur in Skandinavien ist, weil selbst da sind die Straßen teilweise oder die Auffahrten der Autobahnen und Abfahrten sehr eng gehalten. Ja. Teilweise enger wie bei wie wenn du in Deutschland jetzt bist. Aber die werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Ich bin gespannt, wenn das Bella Italia DLC dann rauskommt, wie sie Italien vergrößern oder verschönern. Ich finde das echt cool, so die Strategie von denen. Die machen die DLCs, die Karten-DLCs dann ein bisschen teurer, als es eigentlich nötig wären, aber damit finanzieren die dann immer so kostenlose Updates, finde ich schon gut. Ja. Wenn sie mit einem ATS aus dem Arsch kommen würden, wäre das auch sehr schön, aber naja. Ja. Schlimmer, wenn sie den ETS dann komplett fertig haben, kümmern sie sich um ATS. Naja, ich glaube, fertig wird der nie. Bis zum Nachfolger, denke ich mal. Jahrhundertprojekt. Mhm. Irgendwann bringen sie vielleicht mal einen Nachfolger. Und wir werden sehen. Also in ETS in, auf einer anderen Engine mit einer anderen oder besseren Physikeigenschaft wäre schon geil. Ich finde die Physik doch total gut. Ja, es geht, also, aber es geht halt krasser. Also es gibt ja für einen Singleplayer gibt es ja wirklich richtige Mods, ne, für Real Physik und so. Das merkst du schon, das fährt sich halt komplett anders. Ja, aber dann ist es ja keine Engine Frage, wenn es da schon Mods gibt. Ja, Singleplayer technisch. Ne? Ja, also ja, das sollten theoretisch möglich ist. Ach so, ja, theoretisch ist möglich, aber das ist halt einfach Standard dann ist halt. Keine Engine Frage. Nee, das ist richtig. Ja, aber halt, keine ich Ahnung. Ich finde die Engine schon echt gut und ich finde auch gut, dass die eine eigene haben, weil das ist irgendwie so, alle schreien immer Juhu, wenn sie hören, Spiel auf Unreal programmiert, aber so eine Engine wie Unreal oder Unity, die kann ganz viel, aber wenig richtig gut. Und so eine Engine wie bei LS oder jetzt dem Eurotruck Simulator, die kann ganz wenig, aber das, was sie kann, das kann sie richtig gut. Und ich glaube, Simulationen müssen solche eigenen Engines auf lange Sicht haben, zumindest die erfolgreichen,
Weil es bringt einfach nichts, wenn du eine Engine hast, die zwar toll aussieht, aber wo du richtig lange brauchst, um die einzelnen Features hinzuzufügen. Ist schon cooler, wenn du so eine eigene Engine hast. Nur ist richtig. Ja gut, grafisch-technisch geht der ETS über, ja. Ja, können wir 200 mehr rausholen, aber es geht schon. Gemacht. Also, ich finde das, was der Euro Truck Simulator seit vielen Jahren ja abliefert, der ist ja schon uralt, finde ich mega. Einfach, also für im Simulationsbereich, mega. Ja, stimmt, der ist aus dem Jahr 2009. Also, der kann bald 10 Jahre feiern. Das, also ich finde, der hat eine bessere Grafik als viele Simulatoren, die heute rauskommen. Das ist richtig, ja. Also das ist und schon ziemlich. Er hält sich seit 10 Jahren auf dem Markt, ne? Ja. Also fast seit 10 Jahren, 2019 haben wir es dann. Wie viele Leute sind das mittlerweile, hat mir letztens irgendjemand gesagt, ich weiß nicht mehr. Achso, auf jeden Fall etliche, gerade was den Multiplayer angeht. Also ich glaube auf Steam wurde das Ding 6, jetzt müsste ich liegen. 4 bis 6 Millionen mal verkauft? Ja, ich glaube auch, so 4 Millionen oder so. Das ist schon. Das ist schon beeindruckend, ja. Ich glaube, der ATS hat sich auch 1 Million mal verkauft. Ja. Ja. Millionen schon. Ja, wo ich eh mal geguckt hatte, waren es irgendwas um die 700, 600, 700.000. Ah, okay. Ich dachte, mittlerweile könnte schon ein bisschen mehr gewesen sein. Ja, die Firma ist umgezogen, ne? Hast du das neue Office gesehen von denen? Nee. Man muss dir mal anschauen. Ist mega. Ist total krass. Aber die sind doch immer noch in Polen, oder? Nee. Oder in Tschechien. Also Tschechien, ja. Gut, ja, Ostblock halt. So. Oh, der Helfer ist blockiert. Moment, einmal kurz. Bestimmt am Drescher, oder? Ja. Fahr den mal kurz weg. Das kostet ja zu viel Geld. Wie geht's eigentlich den Kühen? 11% Gras, 13% Wasser, 25% Produktivität, keine Sauberkeit. Oh, dann. Wir wollten ja den Lelly-Roboter haben, ne? Das ist korrekt. Dann können wir uns den kaufen oder haben wir zu wenig Geld? Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal gucken. Haben wir den denn diverses? Ist das da? Nee. Tiere. Ja. Hier, 12.000. Nee, können wir uns nicht kaufen. Dann lass uns ein bisschen Saatgut verkaufen. Davon haben wir relativ viel. Da gibt's noch ein minimalistisches Problem. Welches? Kein Anhänger auf dem Hof, aber ich bring dir den in. Oder bist du da schon drin? Du bist da schon drin, alles klar. Wie machen wir das jetzt am besten? Können wir noch einen Kredit aufnehmen? Wir haben bis jetzt noch keinen aufgenommen, sagen wir es mal so. Wollen wir einen aufnehmen? Wüsste ich jetzt auf die Schnelle nicht, wie viel. Ja, ich auch nicht. Ist das wichtig? Also. Ah ja, schon. Weil der Kredit von der Hagenstedt-Dings, der ist halt ein bisschen aggressiver wie der standardgemäße. Also wir können erstmal den standardgemäßen mit diesen 5.000. Ja, lass uns doch den Standard nehmen. Wir brauchen ja nur 10.000. Das ist ja mit der nächsten Ladung dann wieder reingeholt. Irgendwie. Was ist das komplette, was ist der komplette Kreditrahmen? Wie viel können wir maximal aufnehmen beim Standard? Beim Standard weiß ich gar nicht so, über das Tool, über Standard können wir momentan gerade gar nichts machen. Aus was für Grund ist ausgegraut. Nee, Line. Du musst auf Line drücken, nicht zurück sein. Hä? Oh Gott. Achso, du machst das über das Menü, oder? Ja gut, dann geht das natürlich. Ich schlipp das immer bei, was ist das Maximum? 74.000. Das frage ich mich auch gerade. Hast du was zurückgezahlt? Eigentlich nicht. Minus 71.000. Neue Fahrzeuge. Verkauft nicht. Donnerstag, minus 78.000.
plus. Hä? Es wird aber gar nicht aufgelistet, warum? Neue ja. Fahrzeuge minus 78.000. Aber wir haben. Da haben wir ja gar nicht. Kann ja nicht sein. Jetzt bin ich gerade ein bisschen ratlos, muss ich sagen. Also wir können tatsächlich aber nichts leihen darüber. Nö, das muss ich dann über das Menü machen. Aber woher kommt jetzt bitte der krasse Minus? Ja, weiß ich auch nicht. Wir haben keinen Kredit, wir haben keinen. Gedrückt, aber das kann ja nicht sein, das ist dadurch. Warte mal, Finanzhistorie, aktueller Tag. Was ist denn der aktuelle Tag? 2, 1, 6 oder was? Samstag. Achso, aktueller Tag 6. Neue Fahrzeuge minus 52.000. Ja, genau. Aber. Mietkostenfahrzeuge 10.000. Genau, das war ja. Minus aktuelle Summe minus 33.000. Also irgendwas stimmt da nicht. Na, irgendwie nicht. Mal wieder rauscheaten. Weil das sehe ich jetzt nicht ein. Das kann ja nicht sein, dass wir auf einmal. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Vor allen Dingen ist es auch nicht 12 Uhr oder so, wo normale Abrechnungszeiten rum wäre oder so für irgendwas, für irgendwelche Produktionen oder so vielleicht. Es bleibt ein Mysterium. Naja, ich gucke mir das Video nachher nochmal, mal gucken, wie das passiert ist. Vielleicht sieht man es irgendwo. Ja, ich nehme an, dass das gekommen ist, nachdem ich auf Line gedrückt habe, aber es kann nicht sein. Achso, Ja, vielleicht hast du Staatsschulden hast du geliehen, das kann natürlich sein. Was? Da hat er Ansgar versucht, Griechenland wieder zu retten, auf unsere Kosten. Nee. Ja, lassen wir es halt erstmal so. Ja. Den Mist vor den Dingern kannst du ja auch mit dem Radlader wegmachen. Ja. Mit der Schaufel. Das stimmt. Mach ich dann auch gleich. Ja, haben wir 71.000 Schulden, das wird ein krasser Clickbait-Hitler. Und der Werner, der wird ausrasten. Der wird sagen, Leute, was habt ihr gemacht? Ich bin raus, Leute. Könnt ihr ohne mich weitermachen. Stimmt, ich mach einfach... Steht dann auch vor der Tür. Ja. Stimmt, ich mach einfach einen Screenshot und schick's ihn über Skype. Einfach nur so, wir haben tolle Arbeit geleistet. Wir freuen uns auf dich. Wir müssen einen Schuldigen auserkoren. Vielleicht nicht einer von uns beiden, sondern jemand von außerhalb. Fällt mir noch gerade gerne ein. Weißt du, was ApoRed dazu sagen würde? Nö. Digga, will Giants mich fieken, Digga. Ja. Ach, nein. So sah mein Konto aus, als ich mir die Yeezys gekauft habe. Das ist richtig. Und auch da nicht. Und rum. Sehr, sehr eigenartig. Nee. Wie Ansgar uns in die Schuldenfalle trieb. Anzeige ist da. Das ist richtig. Hast du von den Twins, also hier Twin TV, also hier Worldwide Wohnzimmer, hast du hier gesehen, raus aus der Irrelevanz mit Krieger? Ja, das fand ich, aber da fand ich das letzte Mal mit dem Trashpack lustiger, muss ich sagen. Ja, gut, das stimmt. Ja. Aber trotzdem. Also, es war jetzt nicht schlecht gemacht, aber es war irgendwie mit Trashpack lustiger. Aber wieder schön, dass die Leute das noch mit Humor sehen. Ich habe 4-mal Urlaub gemacht. 4-mal. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der da mitgeschrieben hat an dem Drehbuch. Echt? Ja, weiß ich nicht warum. Irgendwie das mit dem Urlaub, das hätten die glaube ich nicht so. Weiß nicht, irgendwie kam mir das komisch vor. Aber es war eine ganz nette Idee. Das ist richtig. Ich frage mich zwar auch wirklich ernsthaft, wie er sich finanziert, aber ja, es klappt ja bei ihm. Naja, der macht ja Twitch und so noch. Da kommt bestimmt über Spenden noch was rein. Ja, aber so, ja. Ja gut, er hat auf jeden Fall eine Menge Subscriber, das weiß ich schon. Das sind schon ein paar Euronen, die da durchkommen. Ach. Ja, wie es gerade im Bibi und Co. steht, weiß ich gar nicht. Es kann aber auch sein, dass die schon wieder im Urlaub sind. Dass sie den Rekord vom letzten Jahr knacken. Ich glaube, letztes Jahr waren die 37.280 ja? Liter. Ja. Rad gut. Oh. Ich glaube, das ist mehr als genug. Ja, das glaube ich auch.
gerade ein bisschen was zurückgeschüttet, damit ich kurz sauber machen kann, damit die Kühe mal wieder ein bisschen produktiver sind. Mm. Mensch, man muss hier an vielen Fronten gleichzeitig kämpfen. Das ist richtig. Aber Freunde, es ist vorbei. Hochverschuldet beenden wir die Season. Morgen ist Werner wieder mit dabei. Der wird sich bedanken. Sind wir schon soweit? Wir sind schon soweit, ja. Ging ja flott wieder. Das ging flott. Ja, wie es morgen weitergeht, ob uns Werner noch liebt oder nicht, oder aber aus dem Projekt aussteigt oder ob uns einfach die Schulden erlässt, das sehen wir dann halt dementsprechend morgen. Jetzt erstmal wieder Däumchen da lassen, bei Ansgar vorbeischauen und in dem Sinne, bis morgen. Tschüdelü. Tschüdelü.